Platz 3 auf der Tortabelle. Ich bin froh, dass endlich jemand gegen andere Gladiatoren antreten will. Der Rest von euch Hampelmännern sitzt bloß rum und wartet, bis mal ein Herausforderer antrabt. Wie fühlt sich das an? Lass die Ruhe! Ich zähle jede Minute! Sieh mich an, wenn ich auf dich losgehe! Ein weiterer Geschützkrieg! Mach sie platt! Geht nichts über ein Geschütz! Für das Geschütz. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf unseren Kampf. Ich warte schon lange auf einen Fight mit einem echten Krieger. Und da ich dich in Action gesehen habe, glaube ich, dass du mich ins Schwitzen bringen wirst, bevor ich dich kille und deine Leiche fresse. Sei vorsichtig, Motormama liebt Fahrzeuge. Das hat sie überhaupt erst auf mich gebracht. Oh, habe ich erwähnt, dass wir eine Weile zusammen waren? Musste aber Schluss machen, als sie einer anderen Freundin von mir das Gehirn ausgeleckt hat. Niemand leckt meine Freundinnen außer mir. Oh Gott, das ging zu weit. Das war daneben. Ist mir direkt sauer aufgestoßen. Sorry, diese sexuellen Anspielungen sind ein Abwehrmechanismus. Lass dich getötet, schön! Riesen... Scheiße! Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. War mir wieder ein Vergnügen. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Wenn du nicht wiederkommst, bin ich sauer. Hätte ich's vergessen. Falls du möchtest, dass ich dich nach deinem Tod nicht auffresse, ich verstehe und respektiere deinen Wunsch und werde ihn komplett ignorieren. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Ich werde dich killen und Sandwiches aus deiner Leiche machen. Es ist wieder soweit. Motormama gegen den Kammerjäger. Und der Kampf beginnt. Und über Echo bin ich mit meiner Co-Kommentatorin.
Freut mich sehr, Tok. Muttermama ist eine der gefährlichsten Gladiatoren, die dieser Planet je gesehen hat, Moxie. Wie kommst du darauf, dass der Kammerjäger eine Chance hat? Ganz einfach, Tok. Motormama hat vielleicht Kampf im Blut und Babyfleisch im Magen, aber mein Kammerjäger hat einen Fight mit Handsome Jack persönlich überstanden. Heilige Kacksocke! Das ist beeindruckend! Ladies and Gents, das wird ein höllischer Fight! Ich gewinne, nur damit du es weißt! Dein Fighter hält sich gut, Moxie! Na und ob, niemand ist stärker und hält länger durch als mein Kammerjäger. Anspielung! Hey Sugar, komm wieder her, wenn du da drüben fertig bist. Gegen Muttermama gesehen und ich sag nur eines. Verdammt, Kleine, du bist arschgeil. Ich bin... Weißt du, was du für mich bist? Eine Zecke, die ich nicht loswerde. Ein Juckreiz an der Stelle, wo ich mich nicht kratzen kann. Ein Stück Brokkoli zwischen meinen Zähnen. Aber bald schon bin ich dich für immer los. Du bist kein Brokkoli. Brokkoli schmeckt scheiße.